Hallo und herzlich willkommen. Wir machen heute unsere Weekly Challenge und vorgestern war es noch die Extreme Runde, gestern war es die Daily Runde und heute machen wir jetzt das Ganze nochmal Murphys Katakomben in der Weekly. Ihr seht, es sind eigentlich fast wieder genau die gleichen Elemente, das heißt am Anfang ist es alles sehr, sehr einfach. Wir haben hier unsere einfachen Sprünge, hier nicht vergessen nur einmal hochziehen, auch hier über die Ringe springen, rüberziehen lassen und alles recht einfach. Hier lassen wir uns runter. Hier können wir auch erst wieder ab der Hälfte den ganzen hoch. Das kennen wir ja noch von gestern. Kam ja zweimal schön vor. Hier auch wieder der Flieger. Ist uns alles hier schon schön bekannt und somit sollte eigentlich Gold ja kein großes Problem werden. Hier die Ringe, die sind jetzt neu, aber kennen wir ja schon auch aus frühen Runden. Hier lassen wir uns auch wieder drüber. Hier bin ich leider zu blöd und ja. Verpasst halt eben den Teil rüber zum Ziehen. Hier nicht vergessen, das Auge noch weg zum Schlagen. Rüber über den Ring, einmal noch rüber schieben. Hier auch die zweite Kugel ablösen. Und ihr seht ja eigentlich unten mit den Taschen, wir haben eigentlich noch eine sehr, sehr ruhige Kugel eigentlich. Dafür, dass wir schon die Hälfte der Strecke bis zum Gold eigentlich schon hinter uns gebracht haben. So, hier durchziehen lassen, runterziehen, hochschieben. Und auch wieder runterfallen. Also dieses Element kennen wir auch. Dieses auch, das war ja gestern so unser kleiner Knackpunkt. Hier nicht die falschen wieder ablösen. Wieder hochziehen lassen. Auch alles ganz klar bekannt. Und auch hier wieder der Sprung drüber. Hier wieder den Stampfer aktivieren. Und jetzt kriegen wir eine ganz kleine Pause halt eben. Entspannung für die Finger. Wieder hochspringen lassen, wieder das Ganze hier. Ihr seht, wie wild ich auf die Y-Taste drauf drücke. Und wir kommen hier eigentlich recht gut durch. Hier haben wir kurz mal Pause, weil halt eben unser kleiner Freund hier braucht ein paar Millisekunden, um die Augen anzuvisieren. Hier plätten wir den ganz anderen, springen auch wieder drüber, lösen das Ganze wieder, das Seil springen drüber. Den ignorieren wir komplett, lassen uns drüber fallen. Ring anvisieren und drüber. Hier wieder eine kleine Pausensequenz, damit wir uns wieder ein bisschen entspannen können. Dieses Teil hier kennen wir auch, hatten wir gestern auch zweimal drin. Und sollte eigentlich kein Problem sein, das hatten wir ja gerade eben schon. Ich hätte es lösen sollen, ich Trottel. Und wir kommen durch, den aktivieren nach unten. Da war ich jetzt ein bisschen verwirrt, was soll ich hier jetzt machen? Ich habe mich nicht mehr ganz daran erinnert, was der jetzt nochmal genau gemacht hat. Den können wir auch entsprechend ablösen. Hier lassen wir uns drüber ziehen mit den Winden. Und da bin ich dann leider, habe ich zu spät reagiert. Also ihr seht, Gold ist sehr, sehr einfach und sehr, sehr schön zum Erreichen. Sollte eigentlich für euch kein Problem sein. Ich werde es auch nochmal ein bisschen probieren. Und vielleicht schaffen wir diese Woche dann sogar Platin. Wenn, dann werde ich euch das Ganze natürlich nochmal im Video zeigen. Und danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen zu den Dailies oder nächste Woche zu Weekly. Bis dann, ciao, ciao.